Okay, gestartet. Hello, hello, hello. So, ich spreche mal mit den Marodeuren und dem Syndikat und dem Bündnis. Mal gucken, was die so erzählen. Such mal aus, was ihr aussuchen wollt. Ja, ich bin mir da echt nicht sicher, aber im Endeffekt spielt das spielerisch eine Rolle? Nö. Ich glaube, ja, eine kleine. Okay. Wo zum Teufel sind die? Sind die da oben drauf? Sind die da oben drauf? Hier auf die Map, da kannst du dann gucken. Da sind alle drei. Ja, ich glaube, der ist hier auf dem Schiff. Ich geh da mal kurz hoch. Hier ist auf jeden Fall einer, aber das ist nicht der, wo ich hin soll, oder? Doch. Okay, die Marodeure sind ein harter Haufen. Mhm. Gut, habe ich mit dem geredet. Ich habe keine Ahnung. So, Marodeure ist ein harter Haufen, sagt er mir. Wo ist der andere? Ach, die sind da unten, okay. 120 Meter in die Richtung, das ist ja noch eine Ecke. Nur noch ein Truthahn. Da hätte ich mal zuerst hinlaufen sollen. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Also harter Haufen ist ja schon mal nichts für mich, ne? Ich bin ja nicht so hart. Oh, ich bin falsch gelaufen, richtig? Innen drin. Ich bin richtig falsch gelaufen. Oh, da ist ein Puter. Ich glaube, ich habe den letzten. Der Puter, der Puter. Und dann mal stehen, Strömung, getroffen und erledigt. So. So, komme ich hier irgendwie durch? Nee, da kann ich nur ein Haus kaufen. Ja, die Stadtprojekte gleich mit. Da komme ich auch nicht durch. Das ist doch Schiete, echt Fiete. Ja. Komme ich hier durch? Nee, ich gehe. Oh, bin einmal falsch gelaufen in ein Haus rein, Idiot. Dabei hätte ich um das Haus herum müssen. Glaube ich. 30 Meter. Hier, du? Du. Wir suchen und teilen die Inspiration des Funkens. Hoffnung Aha. ist für alle Menschen und in ihnen stärken wir die Hoffnung. Okay, die Bündnisleute klingen irgendwie so, die heilige Pflicht, den Funken zu bewahren. Okay, das klingt also so nach einer Sekte. Okay, also harter Haufen oder Gotteskrieger. Und die letzten, das Syndikat. Wo kann man denn hier eigentlich erfolgreich Fasern herholen? Nur vom Hanf, glaube ich. Nee, nee, ich kann auch was angeln. Und oh, da Fasern ist er. Aber da musst du ja richtig Glück haben, dass du... Dass du sowas kriegst, ja. Das, genau, das, also das beim Angeln macht dir keinen Sinn. Und diese Blume habe ich bisher auch erst einmal gesehen. Das war noch die mit dem roten Pollen oben drauf. Genau. Das Syndikat bin ich den einzigen Ausweg aus dieser Kloake. Aha. Das Streben nach Wahrheit, rohe, eiskalte Wahrheit. Hm. Was meinst du denn? Harter Haufen, Leute, die nach Wahrheit suchen, also irgendwelche Kleriker oder... Statt allen drei Fraktionsvertretern einen Besuch. Leider kannst du heutzutage oder diese Gotteskrieger. Also, du unterscheidest Gotteskrieger und Kleriker? Ja, also Syndikat, die suchen die Wahrheit. Die Marodeure sind ein harter Haufen und das Bündnis klang irgendwie so nach wahrer Glaube. Hm. Was meinst du denn? Also. Ja. Was sind wir denn? Sind wir ein harter Haufen? Nee, wir sind Toastbrot. Also eher ein weicher Haufen. Aber Max-Level, dann sind wir natürlich schon, wenn wir darauf skillen.
Das wird der super harte Haufen. Stimmt, der Oder suchen Quatsch. wir eher nach der Wahrheit und können wahrscheinlich dann zaubern oder was? Keine Ahnung. Können wir denn zaubern? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass das Bündnis mit diesen Gotteskriegern eher zaubern ist und die Syndikatleute wahrscheinlich dann mehr Technik machen und die Marodeure eher Hodruff. Was sind wir denn? Sind wir Hodruff? Wir sind Hodruff, ne? Das wären auch wieder die harten Hunde, oder nicht? Ja, eigentlich sind wir Hodruff. Also alles gut, okay. Also Marodeure. Super Idee. Ich gehe mal zu ihm hin. Du musst ja auch noch rumlaufen mit den drei sprechen, oder? Ja. Nehme ich mal an. Ja, klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Marodeure. Also jetzt Warte, rein. ich renne auch noch mal rum, mal gucken, was sie mir erzählen und wie ich das wahrnehme. Ja, mach das mal. Du kannst ja In der Zeit hier schon mal auf diesen. Die mein Kriegsübersicht nicht. Experte. Ich wollte noch mal zu dieser Frau Corvel. Du hattest ja alle Aufgaben angenommen, ne? Du kannst dir jederzeit gerne bei mir Am Stadtbrett, genau, richtig. Ja, genau. Wenn wir da sowieso unterwegs sind und Wölfe killen, dann kann ich doch auch. Dann kann man die alle anklicken. Guck Einfach. mal, da gab es zwei Aufgaben mit 5 Wölfe töten und eine Aufgabe mit 15, das habe ich gleich mitgemacht und ich bin jetzt Stufe 13. Ich habe die jetzt mal alle angeklickt. Aber wenn ich die alle anklicke, steht das dann nicht jetzt Du kannst dir jederzeit gerne bei mir oder an den oben rechts. Ich dachte, Stadtbahnhof das steht dann oben Stockwerk rechts. abholen. Bis dahin hast du noch mehr Möglichkeiten, Naja, wir gucken diese mal. verwendeten Wölfe Weißt du da, wo jetzt steht, zu wähle töten. deine Du musst Fraktion? ins Tagebuch gehen und entscheiden, was da. Ah. Das geht nicht so. Ach so, alles klar. Entscheiden, was ich da anhefte. Wie viel kann ich denn anheften? Plus 2. Stadtprojekte, Auto anheften, kann man ja machen. Ja, aber das sind ja unfassbar viele. Ach, guck mal, hier, hoppla. Jetzt habe ich den Mr. Marodeur gefunden. Armen und Nerven aus Stahl. Ja. Ja, aus Stahl. Nerven aus Stahl geht also auch. Okay. Wie hast du das denn gesehen, was genau? Also im Endeffekt schnattert der nur rum. Was meinst du? Wer hat sich denn da so wagemutig? Wo hast du das gesehen mit den Vielleicht hätte Nerven man aus sich doch Stahl? verbessern Was hat er mir gerade erzählt, als ich mit ihm geredet habe? können. Echt? Ich habe das schon wieder Ja. überlesen. Ich habe nur gelesen, wir sind harte Hunde. Oh, hier ist was. Vielleicht sagt er bei dir was anderes. Aus dem Tagebuch des Marodeurskommandanten. Wir sollten sie alle ausmerzen. Pakt oder nicht? Ah ja. Kann man hier nicht hoch? Nee. Ach so, weil ich zu früh da Leerer Raum. war. Erzählt mir was anderes. Ich gehe nochmal hin. Ah, okay. Du warst noch nicht vorher bei. Ah, ich verstehe. Ja, und dann hat er mir einen anderen Text erzählt. Okay. Ich renne hier nochmal ein bisschen durch die Stadt und gucke mir nochmal die Stadt an. Hier ist irgendwie so ein heiliger Brunnen oder was das Da ist. kannst du ja eine schicke neue Waffe machen. Sobald ich Ach, hier 14 kann man bin, schnell kann reisen. man die neue Waffe anziehen und dann mal wieder deutlich mehr Schaden. Eine neue Waffe machen. Wir sind ein harter Haufen. Ja, genau. Siehst du? Mehr hat er mir auch nicht gesagt. Ich bin ein harter Haufen. Ich meine, wir sind ja ein harter Haufen. Wie ich schon sagte, Toastbrot, wenn es länger liegt, wird ja auch hart. Also. Also, oder je nach Luftfeuchtigkeit. Genau. Oder es fängt an zu schimmeln. Das ist aber ekelweit. Ja. Irgendwas ist ja immer. Okay, guck mal. Was kann ich mir denn hier so Schönes machen? Ich bin ja mit dem Langschwert eigentlich relativ zufrieden, ne? Ja, Aber. dann sag mal, ja, bastel dir mal so ein, zwei Langschwerter. Ja, aber ich kann jetzt zwischen 200 und 205 Rüstwert haben. Mein jetziges Oder Langschwert hat. du kaufst dir einfach ein schickes. Ja, Kannst mein halt. Langschwert hat jetzt 203. Also ich glaube, ich muss einfach ein bisschen leveln, bevor ich das mache. Ich habe ja ein schickes mit 203. Untypisch. Also alles gut. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal machen könnte, ist eben Sichel und Co. nochmal herstellen, ne? Also Werkzeuge. Wo kann man denn die nochmal herstellen? Werkzeuge, ja, ich kann dir das beschreiben. Also wenn du auf die Map gehst. Oha, also das geht nicht hier an der Schmiede. Nee, das ist neben der Schmiede. Da ist der Schmelzofen. Oh, ich kann gar keine Eisenbarren herstellen. Wieso nicht? Habe ich keine mehr zum Du Schmelzen? hast wahrscheinlich keine Eisenerze. Ja, Ich habe das sie ist geangelt, möglich. deshalb habe ich sie gleich verwertet. Aha.
Du meinst, bei der Holzwerkstatt kann ich das herstellen? Nee, auch nicht. Nee, daneben. Das ist nicht weit weg davon. Das ist nicht weit weg davon. Hier. Steinmetz. Auch nicht. Wir sind aber daneben, direkt daneben. Direkt neben dem Steinmetz. Wenn Da. ihr seid, ist erstmal direkt Ah, daneben. Werkstatt, alles klar. Ich hab's, ich hab's. Da kann ich Pfeile herstellen und eine Bergbauhacke. Aber nur Feuerstein. Ah ne, hier. Häutemesser aus Eisen. Ah, ich hab noch 15 Eisenbarren. Guck mal, man wird zu einer leeren Hülle. Das könnte doch dann so ein bisschen wie sein. Dark Souls. Ach, guck an. Ohne Glaube, ohne Ziel erlischt der Funke, man wird zu einer leeren Hülle. Also, das hier ist Dark Souls für mich jetzt. Ach, guck mal, ich konnte nur eine Sache aus Eisen herstellen, weil mehr Eisen habe ich nicht. Passt schon. Ich kann noch Pfeile herstellen. Lohnt sich das? Die habe ich immer erbeutet, aber ich benutze ja den Bogen nicht, deshalb. Ich habe den auch noch nie benutzt, aber vielleicht mache ich das nachher mal. So. Ich habe ja noch den. Ich habe den zweiten Waffenslot noch nicht mal belegt, aber vielleicht mache ich das jetzt mal mit dem Flachbogen. Nee, warte mal, ich habe zwei Bögen. Ich habe einmal einen Bogen und einmal einen Flachbogen. Uschilon, Oh. Alchemistin. Okay. Okay, den können wir dann ja scrappen. Oh, so nicht. Wenn du die warme Hülle der Verleugnung oder das berauschende Elixier der Eroberung bevorzugst. Wir streben nach Wahrheit. Hohe, eiskalte Wahrheit. Also das ist so eine Alchemistin. Ja, das hatte ich mich eben auch schon gefragt. Also so ganz. So, der andere ist eher so der Barbar-Typ. Genau. Dann habe ich aber den Funken noch nicht so ganz raus, was das für Typen sind. Ich auch nicht. Letzten Endes ist es wahrscheinlich echt total egal. Wie gesagt, möglich, aber ich weiß es eben nicht. Guck mal, da habe ich noch einen Missionsgegenstand. Das ist auch noch ein Missionsgegenstand. Sogar ausgesehen. Hexenmantel, okay. Und du sagst eher haut drauf wäre die Farbe grün, ne? Hau drauf ist quasi das, was wir können, glaube ich. Also das, was hier untergeht, ist die Farbe gelb. Ach so, ach, danach geht es ja auch noch. Ja, also wenn du auf die Map guckst, da ist ganz viel lila. Ja, was ist denn lila? Oben sind Kriege in den lilanen Bereichen und die Grünen sind hier so ein bisschen vorherrschend, wenn ich es richtig sehe. Was sind denn lila und was ist denn grün? Woran siehst du was, was ist? Grün sind die Hautruf-Leute. Woran siehst du das? Das habe ich mir gemerkt. Kann man das? Lila. Ah ja, da steht's. Die kontrolliert die Marodeure. Lila sind die Syndikat. Narzissten Genau. und die Gelben waren die Funkentypen. Ja, ich weiß nicht. Sagst du, hau drauf? Müssten wir ein bisschen laufen, aber. Ich meine, nicht viel weit, ne? Also, einmal ein bisschen nach Osten laufen, dann sind wir hier in Entermesser Riff. Nee, da gehen wir nicht hin. Das ist ja Gebiet 26 bis 35. Ach so, ah. Nein, wir können schon hier rumrennen. Du machst PvP aus und dann passiert dir nichts. Ah ja, okay. Das ist ja nun egal. Du kriegst hier nur nichts in diesem Lager. Und das andere Level 1 Gebiet ist oben Lichtholz. Nee, nicht Lichtholz, Entschuldigung. Immer Falk. Das ist zwei über uns. Also wir sind ja hier bei diesem Lichthannes, Königsfels. Da ist dann das eigentliche Spawngebiet, da hätten wir auch spawnen können. Ja. Und dann gibt es bei Königfels oben da das Königfelsdörfchen. Da war ich denn sonst immer. Aber du siehst, um uns rum ist überall 1 bis 25. Also wir haben ja relativ viele Gebiete. Ja, alles gut. Ja, mir ist egal. Sag mal, hau drauf, hau nicht drauf. Das passt zu deinem Schwert. Ja, und irgendwie, glaube ich, passt das auch zu unserer nicht ganz so schlauen Spielweise. Ich weiß gar nicht, warum du glaubst, dass ich hier nicht schlau spiele. Kluk.
So, mal gucken, ob ich zu dem Typen wieder hinfinde oder ob ich jetzt wieder zu dumm bin. Nee, hier war richtig. Dann trete ich dem jetzt bei. PvP ist ja aus, bis ich Level 15 bin, richtig? Nee, ab Level 10. Ach, na gut. Aber du So. kannst es ja bewusst an- oder ausmachen. Warum sollte ich Nur. einer Fraktion beitreten? An besonderen Fraktionsmissionen teilnehmen? Schließe Missionen für EP-Taler und Das so ist weiter nicht ab? die Funktionsmission. Kaufe mit Fraktionswahlen besondere Waffen und Rüstung. Aha. Verringerte Kosten für Werkstätten und Schnellreise. Ja, komm. Machen wir. Ja, wir machen das sowieso. Davon lebt das Spiel hier. Marodeure. Achso, Das ist nochmal. so. Ach, guck mal, hier sieht man das nochmal. Wähle deine Fraktion aus. Marodeure, stolze Krieger, die ehrenhaft um Ruhm und Selbstverbesserung kämpfen. Syndikat, schlaue Jünger, die gerissen für Wahrheit und Fortschritt kämpfen. Intelligenz. Oder göttliche Recken, die voller Überzeugung für Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit eintreten. Eigentlich sind wir eher die schlauen Jünger, ne? Ja, auch, oder? Eigentlich ja, Aber ne? bist du denn so ein Fernkämpfer? Ja, das kommt ja Du drauf kannst. an. Das muss ich jetzt halt noch im Endeffekt skillen. Also im Endeffekt wäre es da sowieso sinnvoll, wenn wir das so kombinieren, dass das. Weiß ich, kann man das überhaupt sinnvoll zu zweit spielen? Nee, aber ich, also so oder so nicht, es ist ja nun mal ein MMO, ne? Aber es wäre natürlich sinnig, wenn wir beide das gleiche sind, die gleiche Fraktion wählen. Oh, ist das schwierig. Weiß ich Nee, nicht. ich hab das jetzt gemacht, was du mir gesagt hast. Was hast du denn gemacht? Du hast gesagt, die Marodeuren, die Grünen. Alles klar, dann mache ich das jetzt auch. Du kannst einer Kombination. Wenn du für PvP markiert bist, kannst du dich nur mit Spielern aus derselben Fraktion zu einer Gruppe zusammenschließen. Vor dem Beitritt solltest du dich vergewissern, für welche Fraktion sich deine Freunde in New World entschieden haben. Deine Entscheidung ist dauerhaft. Du kannst deine Fraktion einmalig im Bio-Bildschirm wechseln. Danach kannst du sie alle 120 Tage erneut wechseln. Du bist jetzt ein Ja, Marodeur. macht Sinn. Ah, ich nehme die Herausforderung an. Aber ich muss mal gucken, warum ich wieder so viel Sachen bei mir habe. Was habe ich denn eingesammelt? Wo kann ich... Ach so, warte mal. Moment, da stand irgendwas von Belohnung annehmen. Nee. Wie kann ich denn jetzt PvP ausschalten? Ach so, das ist aus. Sehe ich unter U, ne? Unten. Genau, mit U kannst du, jetzt ist es PvP aktiviert. Und nochmal U bitte aus. Nicht, dass ich hier wirklich Ja, ungenutzt wenn bin. die auseinander sind, die Dinger, dann ist es aus, ne? Wenn die Schwerter Genau. auseinander sind. Wunderbar. Okay, dann würde ich jetzt nochmal stoppen, glaube ich. Und dann erst die Reise nach Schlüpfburg Fischerei antreten. Wie siehst du das? Jo. Wunderbar.